Ja, herzlich willkommen zum 6. netzpolitischen Abend im MetaLab in Wien. Ganz kurz zu mir, mein Name ist Silvia Petrovic-Meyer. Ich darf euch da heute kurz durch diese 1,5 Stunden führen. Ich bin selber Kulturwissenschaftlerin und Brückenbauerin und setze mich für sozialpolitische und kulturpolitische Entwicklung und Begegnung ein und weiß es daher sehr zu schätzen, dass das MetaLab offen ist für netzpolitische Begegnungen. Und da wollen wir uns doch gleich einmal beim MetaLab herzlich bedanken, dass Sie uns den Raum zur Verfügung stellen. Ja, wir haben heute 3 Vorträge. Den ersten Vortrag machen die Viola Kurz und die Rike Rolfing, Publizistikstudentinnen, die sich mit der Infoplattform Bundespräsidentin beschäftigen. Nummer 2 wird dann der Alexander Czadilek und der Werner Reiter, also Jurist und Pressesprecher vom AK Vorrat, sprechen über den Bundestrojaner in Österreich oder die Bundestrojaner in Österreich. Und als dritten Vortrag, da ich gleichzeitig auch Gründerin der Arbeitsgruppe Open Glam bin und mich mit offenen Daten im Kunst- und Kulturbereich beschäftige, freue ich mich, dass ich meiner persönlichen Einladung der Karl Heinz gefolgt ist. Er ist Geschäftsführer von Icarus, einer internationalen Archivnetzwerk, und er wird uns das regionalhistorische Online-Archiv Topothek vorstellen. Wie der Martin vom MetaLab vorhin schon gesagt hat, die Vorträge dauern 10 bis 15 Minuten. 2, 3 Fragen können wir anschließend noch gleich machen im Publikum. Und ja, aufgezeichnet wird vom Herbert Knauer und vom Andreas Jack. Wir bedanken uns auch dafür bei der Technik. Ja, und schon geht's los. Die Viola und die Rike sind dran. Bitteschön.